Mein Name ist Jürgen Watze, ich bin der Initiator der ALGE-Initiative, die wir vor 3 Jahren gegründet haben. Vegan zu essen war für mich ein Prozess, das kam also nicht von heute auf morgen, sondern das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Es sah so aus, dass ich auch früher ganz durchschnittlich normal gegessen habe, mich sehr informiert habe, was ist wirklich gesunde Ernährung, viele Vorträge gehört habe, viel darüber gelesen habe und zum Schluss für mich gekommen bin, dass vegane Ernährung eine sehr gesunde Ernährung sei. Es sah so aus, dass wir hier in unserer Stadt ein vollwertiges, gutes, veganes Restaurant hatten. Die waren 2 Jahre hier und boten dieses tolle Essen an und mussten dann aus verschiedenen Gründen aufgeben. Das Wesentliche war für uns, dass wir sehen konnten, dass die Einzelkämpfer, die vegane Restaurants eröffnen, nach kurzer Zeit häufig aufgeben müssen. Und da wollten wir unterstützend helfen und ehrenamtlich für diese Sache da sein. Die ALGE-Initiative ist dafür da, dass vegane Restaurants unterstützt werden. Wir helfen neuen Leuten, die die Idee haben, ein veganes Restaurant zu eröffnen, in sämtlichen Bereichen. Wir betreuen rundum wie ein Franchise-System und da setzen wir auf den Erfolg für die Restaurants und tun alles. Die ALGE-Initiative ist bestehend aus einem 12-köpfigen Kompetenzteam. Es sind 12 wunderbare Menschen, die alle ehrenamtlich arbeiten und aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Marketing, Rechtsanwalt, Personalwesen, Designer. Wir decken ab mit ehemaligen Restaurantbesitzern, Ernährungsberatern, alle Bereiche, die eben benötigt werden, wenn man ein veganes Restaurant betreibt. Das Ziel ist, dass es möglichst viele vegane Restaurants gibt. Unser Ziel sind 100 in 10 Jahren und damit wollen wir erreichen, dass jeder in seiner Nähe dieses gesunde, vegane Essen ausprobieren kann und für sich entscheiden kann, ob er es mag und weiter das für sich nimmt. Wir haben einen Ehrenkodex, um die Qualität zu garantieren. Wir nennen das Essen, das gesunde Essen, auch ALGE-vegan, weil wir wollen uns unterscheiden von dem Fastfood-veganen Essen. Deswegen auch ja die Abkürzung für ALGE. Alle lieben gesundes Essen und das Gesunde ist uns eben halt sehr wichtig dabei. Und deswegen definiert der Ehrenkodex Dinge, dass keine Ergänzungsstoffe drin sind, Farbstoffe drin sind, kein Zucker drin ist. Wir arbeiten tofufrei, sodass also wirklich die Leute sich darauf verlassen können, dass sie ein gehaltvolles, gutes Essen haben. Wenn jemand mitmachen will, bei der ALGE-Initiative sein Restaurant eröffnen möchte, sein veganes, dann findet er die meisten Informationen dazu zunächst mal auf unserer Homepage, einfach alge.de. Ja, wir werden oft gefragt, wodurch sind wir motiviert? Wir haben überlegt, was ist eigentlich mit unseren Mitteln möglich, um der Welt irgendwo was Gutes zurückzugeben. Überzeugungsarbeit ist nicht unser Ding. Wir sind mehr praktische Menschen, dass wir sagen, Angebot soll da sein. Und aus dem Grund finden wir es so fantastisch, diese Restaurants zu schaffen, weil das ist eine Sache, wo jeder selber entscheidet, ob er geht oder nicht und das ausprobieren kann. Und wir wollen durch das Angebot überzeugen und nicht durch Worte überzeugen. Ja. Ich werde oft gefragt, ist vegan überhaupt genussreich? Da kann ich wirklich nur sagen, dieses Thema habe ich überhaupt nicht, weil ich die Vielfalt kenne von veganem Essen. Und all diejenigen, die daran zweifeln, denen kann ich nur sagen, geht in eine ALGE rein, schaut euch das an, probiert es und dann wisst ihr, was genussvoll ist.